Guten Morgen, wir sind heute hier in Munster beim Regio-Treffen. Das Regio-Treffen ist keine Modellbauausstellung in dem Sinne, sondern halt, wie der Name schon sagt, ein Treffen der Region 2 und 3 in dem Falle. Wenn ihr uns mal hier besuchen wollt, dann tut euch einen Gefallen, gerade hier im Heidekreis. Die blauen Leute mit ihren Fotoapparaten stehen hier, glaube ich, an jeder Ecke. Fahrt so, wie es die Straßenverkehrsordnung sagt, sonst wird es teuer. Heute bzw. in nächster Zeit findet hier auch noch die ILÜ statt, das ist von der Bundeswehr, das ist die Informationslehrübung. Wenn man genau hinhört, hört man heute draußen die Leoparden bullen, ja, also die Dickblechfahrzeuge. Was wird uns heute hier erwarten? Wir sind hier, wie gesagt, schon beim Regio-Treffen unserer Region und das ist ein Treffen, wo wir uns zusammensetzen, Klönschnack betreiben, uns gegenseitig Tipps geben, wie wir was machen und auch mal zeigen, was wir gerade am Bauen sind. Aber es ist keine Ausstellung. Aber ihr könnt natürlich gerne mal vorbeikommen und euch das anschauen, gerade wenn ihr Interesse habt, der IMM beizutreten. Die Termine dafür findet ihr bei uns auf der Facebook-Seite. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Und bei Instagram sind wir mittlerweile auch. Also, ich nehme euch jetzt mit rein und dann schauen wir mal, was wir so gezaubert haben. Und wir werden heute einen schönen Tag von 11 bis 18 Uhr haben. Wir sehen uns drin. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free.
step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bin ich wieder, der Tag ist zu Ende. Alles was schön ist, hat irgendwann mal leider ein Ende. Es hat einen unwahrscheinlichen Spaß gemacht, die Mitglieder, die vor Ort waren, wieder zu treffen, Klönschnack zu betreiben, das eine oder andere zu kaufen, beziehungsweise auch eine Kleinigkeit zu verkaufen. Ja, ich habe 2 Modellbausätze verkauft. Ich denke mal, der Käufer kann mit dem Preis ganz zufrieden sein. Was habe ich gekauft? Das Problem ist, ich kann es nicht so ohne weiteres zeigen, weil es sind da so hier in Deutschland verbotene Zeichen mit drauf. Das bedeutet, ich habe kleine Abzeichen gekauft, die bei mir auf die Bases mit drauf sollen. Deutsche Abzeichen natürlich, einmal von der Uniform, das auf dieser Seite war, mit dem Hakenkreuz drauf. Das kann ich dann wegmachen, die sind aus Resin. Dann ein Helmabzeichen, auch also das Wappen, was auf dem Helm drauf war, in Resin. Und ein Teil vom Kragenspiegel, auch in Resin. Und ja, das Hakenkreuz machen wir dann weg, wenn wir zu einer Messe fahren. Aber es soll Bases halt ein bisschen beleben, beziehungsweise die Seiten von den Bases. Gut, ja, Fazit sonst so, Riesenspaß, hat Spaß gemacht. Ich hatte euch ja vorhin noch gesagt, man hat die Leoparden fahren hören. Zum Ende haben sie auch geschossen. Also das war deutlich ganz Münster zu hören. Munster zu hören. Ja, wenn ihr Lust habt, mal vorbeizuschauen, auf Facebook, auf der IMM-Seite sind, wenn mich nicht alles täuscht, bin mir aber nicht hundertprozentig, die Zeiten oder das nächste Treffen veröffentlicht worden. Wenn nicht, fragt ein Mitglied, kriegt da schon wieder eine Antwort. Kommt vorbei. Schaut es euch an, bringt 1-2 Bausätze mit, damit wir was sehen haben. Das belebt das Ganze. Du kannst dir dann auch dein Feedback hören oder bekommen, was wir über deine Bausätze denken, beziehungsweise Verbesserungsvorschläge, wenn ihr wollt oder wenn ihr nicht wollt, kriegst du dann auch. Wir hatten heute auch einen dabei, der als Gast da war und er hat auch schon gesagt, er wird es wahrscheinlich sowieso noch beitreten. Das hat ihm Spaß gemacht. Wir haben noch zusammen gegessen und ja. Das schöne Wetter, was wir heute Morgen hatten, ist jetzt weg. Jetzt haben wir norddeutsches Schietwetter.
Und deswegen fahre ich jetzt gleich in die Garage rein. Das Video mache ich noch, bevor ich in die Garage fahre, weil sonst wird es zu dunkel. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Es sind nur Fotos, wie ihr gemerkt habt, aber ich denke, viele von den Fotos haben sich gelohnt. Bis dato ohne Meldung.